Achso. Ich wollte schon fragen. Aber was, es macht ja nicht mal Sinn, dass man sich anrufen muss, um daran vorbeizukommen. Ja, das siehst du gleich. Okay. Ja, aber total. Wie einfach das Blut filtern. Das so da so durchleiten. Das ist schon irgendwie, ich weiß nicht. So, du musst nämlich jetzt die Gottheit nachbauen. Ah. Du hast das nicht gecheckt. Ich meine, okay, es macht zwar nicht so viel Sinn, aber wenn man das jetzt hier so sieht, macht das halt schon Sinn. Ich habe halt auch gesehen, dass der große Bruder das so nachbauen kann, aber ich habe gedacht, man müsste die da runterlaufen und sich dann da drin verstecken, weißt du? Okay. Das habe ich die ganze Zeit probiert. Ich check grad, ja, ich will das machen. Du musst auch da reingehen. Okay. Jetzt musst du so halten und dann zu denen hinlaufen. Ekelhaft. Die haben auch gar keine Scheiße, ne? Das juckt die gar nicht. Nee, ist doch das egal. Voll abgehärtet. Ja, was war das halt so? Was bist du so großgezogen worden? Boah. Ja, das ist ja so. So richtige Fußstapfen. Ja, hab ich auch gerade gemerkt. Aber die gehen, die verschwinden direkt wieder. Sehr süßes Detail. So. Sind sie bestimmt pisst? Ziemlich pisst. Okay, kennst du, hast du das eigentlich so dieses PC-Spiel? Da hat auch alle mitgeschrieben, auf dich zu machen. Ja, das kenn ich. Oder bei Zelda Twilight Princess, wenn du als Wolf da bist. Da hat auch alle mitgeschrieben, auf dich zu machen. Das scheint beliebt zu sein, Spiel. Ich glaube, die Frau ist gleich richtig. Die Frau ist eine richtige. Die ist sportlicher wie die Jungs. Alter, die legt gleich Sprünge hin. Ja, Olympia wartet. Das auf jeden Fall. Warum? Hier, schau mal, wie die vor allem, die guckt den gar nicht an. Ja, gar nicht da hingeguckt. Guckt zu den kleinen Jungen. Ja, nicht mal nicht da rein. Go. Das war auch schwer. Also, das Lenken fand ich ein bisschen komisch. Aber du musst halt auch die Dinger wieder drehen, glaube ich. Ja. Ah nein, gar nicht wahr, du musst nach vorne drücken. Ja. Dann musst du halt immer gucken, mit welchem du nach vorne drückst. Weil ich wollte immer mit den Sticks auch in die Richtung lenken, aber das kannst du nicht, du kannst nur nach vorne drücken. Ja. Das fand ich immer sehr verwirrend. Das ist auch ein bisschen verwirrend. Ich hoffe, das dauert nicht so lange. Ich glaube ein Stückchen ja, aber so lange ist auch nicht. Oh, Schneewelt. Ja, jetzt kommst du in die letzte Welt. Okay. Wie gesagt, lange dauert das Spiel nicht mehr, wir haben auch noch. 40 Minuten? Ja, die Schneewelt ist auch noch mal ein bisschen. Okay, Endspurt. Wahrscheinlich sind wir noch in der LKC fahren. Ja, wahrscheinlich. Genau dann. Ja, aber ich meine, ich muss ja nicht unbedingt was packen. Ich weiß gar nicht, ob der dich erwischen kann. Also, ich hab mich zumindest nicht erwischen lassen, falls es geht. Stimmt, das würde mich nicht so eindrucksvoll zeigen. Okay.
bestimmt immer in Bewegung bleiben. Ja, ich glaube auch. Jetzt wirst du das auch mit der Schildkröte kommen, mit den drei Kindern. No. Wie bei Super Mario 64, wenn man diese Pinguinen, das Pinguin einfach da runterwerfen diese, kann. Ja, wo es immer diese Videos gibt, oder die da runterwirft, dann so eine Sonnenbrille ins Gesicht. Ja. Ich bringe irgendwie sehr viele Vergleiche zu anderen Spielen. Ja, aber ist ja auch so. Ja, ist ja auch so, ne? Okay, Ist ja immer noch da. Irgendwie ist das nicht so einfach. Es ist nicht mal unbedingt verwirrend, weil eigentlich weiß man ja, was man macht. Es geht kann auch. Erwischen. Okay. Stark. Jetzt auch bitte nicht mal ein Fink wieder beim Boot an. Oh nein, bitte nicht. Obwohl, nee. Das, ja, das ist das zweite Stück. Ein Stück weiter. Das war so knapp. Dann kann er mit dir jetzt durch. Ja. Das Geile ist, bei meinem Run ist der nie hochgesprungen tatsächlich. Als ob! Wie soll ich das denn verhindern? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich damals gemacht habe. Damals. Damals! Eine Woche her. 2018. Hier muss ich mich ja auch irgendwie lenken. Du darfst ja noch nicht genau unter dem stehen. Ja, aber ich. Also, ich bin ja nicht jetzt so schnell, wie ich denke. Irgendwie haben wir gerade. Ey. Ich verstehe das auch nicht. Strange! Ich check's nicht, das ist richtig komisch. Das sein können. Das ist, glaube ich, echt irgendwie so ein bisschen Glück. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen Glück. Die hätten noch aussteigen können, aber. Ja, ich dachte. Ach so, hä? Okay, Reinhard tritt weg. Ja, Junge. Okay. Du wirst jetzt gleich die Schildkröte sagen. Die Schildkröte? Ja, die große Schildkröte. Aber die müssen wir theoretisch nicht beachten, oder? Eigentlich. Aber du kannst ja wenigstens ein Kind nehmen. Einfach nur so, um zu zeigen, wie es funktioniert. Okay. Falls irgendwelche Leute die Trophäen holen wollen. Okay. Ist echt kalt. Das ist ja Winter. Frieren die nicht? Hm. Oh. Da ist sie. Oh mein Gott, das ist das Süßeste. Du musst nämlich jetzt rechts. Ja, dann will ich ja schon eins auf dem Rücken baumeln sehen. Ja, da kommt's. Oh. Ich will das irgendwie da hinkriegen, ne? Ja. Hier hoch? Ja. Echt langsam. Kann ich ihm helfen? Ja, geht, glaube ich. Oder geht nicht. Nee, geht nicht. Aber beim letzten musst du, glaube ich, mit zwei Leuten den machen. Weil der letzte irgendwie 8 Kinder wiegt. Mal gibt es dann noch eins.
Da liegt noch einer, ja. Und halt da oben war noch einer, wenn du da hochkletterst. Einfach hier runterwerfen. Ja. Tatsächlich. Okay, aber wir gehen jetzt einfach weiter. Ja. Da oben wäre noch einer. Ach so. Ja. Okay, dann einmal hier hoch. Ja. Hallo. Bitte, danke. Bitte, danke. Also, die sieht halt schon cute aus, diese Schildkröte. Schildkröten sind generell cool. Ach, genau, das ist mir wahr. Lava! Ach, Bella. Die liegt ganz beschäftigt. Wir haben ein Glück, dass sie so gut klappt. Okay, die ist schon lange da. Ich habe ja gesagt, die ist. Was muss sagen, ihre Sprünge auf. Lara Croft. Entweder Weitspringen oder Hochspringerin werden. Okay, eingefroren beim Arbeiten. Du musst eine Säge. Eine Säge? Ja. Sägt der nicht gerade? Nein, nicht diese. Achso. Stopp, warte, mit dem Bruder muss ich fahren. Du hast die Säge, aber geh mal weiter geradeaus. Weil da oben müsste nämlich noch eine Bench sein. Ah, okay. Und du willst nur nicht. Oh, da. Stimmt, du hast noch eine Bank. Du kannst mir den komischen Fischen zugucken. Ach, diesen Orca-Wal. Ja, da ist er. Easy. Eigentlich habe ich mich damals auf die Bank gesetzt, aber gut. Ach, sie hat mit beiden auf die Bank gesetzt? Ja. Vielleicht war ich einfach nur so schnell wieder weg. Das könnte sein. Ups. So, das ist die Säge wahrscheinlich, ja. Ne? Dann taken wir uns die doch. Du willst hier raussägen. Ja. Okay, cool. Das sind echt richtige Multitalente. Die können halt alles. Ich bin voll stolz, wenn auf meine Kinder waren. Und meine Kinder werden bestimmt beim ersten Abhang irgendwie abstürzen und sterben. So wie ich halt auch. Ja, die kommen ja nach dir. Ja. Haben Kinder so an sich, dass sie nach einem kommen. Oh nein! Ich hab echt ordentlich Zug drauf. Du willst. Nice. Hallo. Okay, das wäre halt nicht mal nötig gewesen. Ich sag ja, die ist. Die ist eine kranke. Kranke Tusse. Das war der Maid. Okay, weiter geht's. Ups. Ich laufe und ich laufe und ich laufe durch den Schnee. Um einen Baum zu finden, an dem Hustensaft wächst. Okay, beim Sitzen gestorben. Okay, beim Liegen gestorben. Buna. Okay, beim. Das macht keinen Sinn. Nein! Du musst was anderes holen. Es macht keinen Sinn. Du frierst nicht einfach ein in irgendeiner Bewegung. Es sei denn, du bist in Pompeji und ein Vulkan bricht aus. Ist das noch verständlich? Du musst das runterschieben. Das ist ein Hebel. Du musst das runterschieben. Das ganze Ding hier? Ja. Bruh. Oh, durch die Leute durch, oder was? Richtig. Ah, ist das nur Schnee? Oder die sind ja schon so vereist, dass es egal ist. Ja, es sieht fast so aus. So, du musst jetzt erstmal das Ding wieder runterholen. Und die Frau damit wegballern. Was? Das für den großen Bruder das Ding... Das Katapult. Da! Mit dem Hebel. Hebel? Ach, das ist ein Hebel. Hast du noch eben sogar schon mal gesagt. Aber ich dachte, das wäre kein Hebel, weil man konnte ihn nicht bewegen. Ja, weil der vereist war. Als ob. Jetzt fahr er weg. Als ob. Jetzt musst du noch den kleinen Bruder wegballern. Als ob. Das ist voll ungesund. Ups.